Trainingsalltag, egal wie viel Olympiasiege du hast. Ich habe jeden Weltrekord gebrochen, der zu brechen war. Das beweise ich mir, seit ich 15 bin. Jetzt lebe ich meinen Traum. Wirklich. Er hat die Herausforderung als Superstar, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten, bei aller Aufregung. Er ist kein Workaholic, aber er arbeitet immer hart, wenn er gegen sich kämpft oder die Situation es erfordert. So einen wie ihn gab es noch nie. Yes, we can. Sprintertyp aus Showkraft und Charme. Imagine me, mein Einmarsch, der schwarze Präsident, der schnellste schwarze Präsident. Aber einer allein im Rennstall, der Besten. Denn Tyson Gay und Esava Paul sind raus, gedopt. Leichtathletik kannst du eben so darstellen? Oder so. Vergangene Woche, London, ausverkauftes Haus, ein Meeting der Diamond League, eine Serie in 14 Städten der Welt. Bolt als Verkaufsschlager zum Übermenschen gemacht, in einer Welt aus vielen Lügen und noch mehr Tricks soll er als Saubermann, als Vorbild dienen, eine menschliche Rakete auf einer eben solchen, aus dem Fundus der Olympischen Spiele. Vor Moskau haben wir Usain Bolt um ein Interview gebeten. Wir wollten seine Meinung hören über die Dopingvorfälle, auch in seinem Heimatland. Antworten bekamen wir nur auf der Pressekonferenz in London, wo Bolt das sagt, was wir schon oft gehört haben. Ich möchte die Menschen inspirieren, dass sie auch rennen. Ich gebe ihnen ein Geschenk und habe das Vertrauen in mich, in mein Team, mit dem ich arbeite. Einfach sauber zu sein, seit ich renne und mein Talent nutze. Ich möchte den Sport nach vorne bringen, dem Sport helfen. Das ist mein Ziel. Ich bin sauber. Du musst als Athlet vorsichtig sein, was du tust, was du zu dir nimmst, was du isst. Ich bin nicht besorgt. Wie gehen wir mit Siegern um? Wie mit Rekorden? Kann Bolt allein aus seinem Talent allen weglaufen? In seiner ganzen Karriere wurde er nie positiv getestet. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Sein Name hat sich für die Welt eingebrannt. Im August 2008. Olympische Spiele in Peking. Ein Lauf eines damals 21-Jährigen wie nie zuvor über 100 Meter. Die Show kann beginnen. Wer ist der schnellste Mark? Usain Bolt! Ja Leute, was ist das? Ein Trainingslauf. Usain Bolt haut den Weltrekord, den eigenen, einfach noch mal in Stücke. Wer kann mich schlagen? Was wollt ihr eigentlich hier? Ich bin der Weltrekordler und ich kann ihn noch weiter verbessern. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat es noch nie gegeben. Nicht in der Geschichte der Weltmeisterschaften, nicht in der Geschichte der Olympischen Spiele. Ein solcher Vorsprung für Usain Bolt. Und natürlich wird es jetzt Fragen geben. Fragen ohne Ende, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ist doch völlig klar. Und diese Fragen muss er sich stellen lassen. Und die müssen sich alle stellen lassen. Nicht nur er, sondern auch die, die hier um Silber und Bronze gelaufen sind. Im Prinzip der ganze Endlauf. Und ehrlich gesagt, wenn man sich so umhört, möglicherweise sogar mehr. Der Zweifel läuft mit, auch bei einem, der in die Muskelzellen schaut und im Anti-Doping-Kampf bestens vernetzt ist. Professor Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung für molekulare Sportmedizin in Köln. Ein Blick auf die Weltrekordentwicklung im 100-Meter-Sprint zeigt, der enorme Aufschwung durch Bolt ab 2008. Und Jamaika hat die USA abgehängt. Trotz Talent ist die Frage, warum macht er da noch so einen maximalen Sprung nochmal? Usain Bolt sieht jetzt nicht aus wie jemand, der sich mit anabolen Steroiden oder Wachstumshormonen voll macht. Wenn, müsste es extrem gut und extrem geschickt sein. Wir wollen mehr wissen, mehr über die Reize im menschlichen Körper bei Höchstleistungen, über den Forschungsschwerpunkt von Professor Bloch. Alles dreht sich um die Steuerung in der Muskelfaser. Beim Sprinter wichtig, die weißen Muskelfasern, sie spannen und entspannen sich schneller. Verbrauchen nicht nur mehr Energie als die langsam, die roten Fasern, sondern brauchen auch mehr und schneller Calcium, der Schalter für die Kontraktion. Calcium läuft durch Kanäle und löst die Muskelkontraktion aus. Bei Höchstleistungen verengen diese Kanäle.
lassen weniger Calcium durch, die Muskelkontraktion wird langsamer. Um dies zu verhindern, können Wirkstoffe eingesetzt werden, die den Kanal weit halten. Der Muskel kann länger schnell kontrahieren. Man muss sich das so vorstellen, ich habe einen Wasserhahn und der Wasserhahn läuft hervorragend, wenn ich ihn aufdrehe. Jetzt hat jedermann für Kalk einen Wasserhahn gehabt. Der Kalk, das ist das Phosphat und das NO, was da angesetzt wird. So, was passiert dann? Der Wasserhahn, den können Sie nicht vollständig aufdrehen, aber der schließt auch nicht richtig. Keine Ermüdung mehr über 100 Meter? Warum werden Sportler plötzlich schneller in der zweiten Hälfte des Rennens? Dann fragt man sich, was kann das für ein Mechanismus sein? Und dann gehe ich direkt in die Muskelermüdung. Ein Vergleich, Geschwindigkeitsverlauf, WM-Finale über 100 Meter, Stuttgart und Berlin. 2009 gering besser, außer zwischen 60 und 80 Metern. Da trennt sich Bolt vom Rest der Welt, so die Erkenntnis der Daten vom Olympiastützpunkt Berlin. Vielleicht hat er auch all das, was wir im Prinzip gerne beim Sprinter hätten. Die Biomechanik, die Muskelkontraktionsfähigkeiten. Wir könnten vielleicht beantworten, wenn wir bei ihm in die Muskulatur reinschauen würden, was ich natürlich gerne machen würde. Also in der Muskulatur gibt es so eine Art wie Federn in jeder Zelle drin. Und diese Federn zum Beispiel sind auch steuerbar. Sondern diese Federkonstante wird permanent verändert. Die kann ich auch bei einer Belastung verändern. Um zu manipulieren? Die Frage, ist die Marke Bolt wirklich zu 100% aus Natur und Talent? Auch Usain hat klein angefangen, wie jeder Junge, aber er war früh sehr schnell. Er ist noch 14 Jahre alt, als er 21,94 Sekunden über 200 Meter erzielt. Ein Jahr später, wieder eine Junioren-WM, gewinnt er Gold. In 20,61 Sekunden in Kingston, Jamaika, im eigenen Wohnzimmer. Sein Land hat einen neuen Star. Das wird für immer mein erster großer Moment bleiben. Der Gruß zu den Fans und die Leute liebten es. Neymar. 2004 läuft Bolt als erster Jugendlicher unter 20 Sekunden. Weltrekord 19,93. Puma steigt groß in Jamaika ein. Die erste Werbung. Bei den jährlichen jamaikanischen Nachwuchsmeisterschaften bebt das Stadion für einen Superstar, der selbst hier gerannt ist. Hier hat Bolt über 400 Meter Männerzeiten erzielt. 45,4 Sekunden mit 16 Jahren. Also doch dieses unglaubliche Ausnahmetalent? Und jetzt nach den Dopingfällen bei der Konkurrenz wieder unangefochten, der große WM-Favorit ist. Der zum Millionär gewordene Jamaikaner, der stärker denn je trainieren muss, wenn er schneller werden will. Der uns aber auch was vorspielen könnte. Mach es nicht. Höre auf zu laufen. Zieh dich zurück, spiel Fußball oder geh Golf spielen. Wie gehen wir also mit Siegern um? Trotz Zweifel würde ich Usain Bolt erstmal als sauber sehen, weil wir haben ihn erwischt. Bolt, 26 Jahre alt, ist nach den Anti-Doping-Regeln medizinisch unauffällig und als Entertainer unschlagbar. Andere aber vermuten in ihm eher einen Betrüger wie Lance Armstrong. Nur mit dem Unterschied, er hat viel mehr Unterhaltungswert, auch vor der WM in Moskau. Usain Bolt, Russian Language Course, Lesson 1. Listen and repeat. My name is Usain. Меня зовут Usain. Меня зовут Usain. I'm from Jamaica. Я is Jamaiki. Я мис Jamaiki.
Pascal Meredi.